Das ist der ITQ2. Er schafft 25 Kilometer in der Stunde und braucht dazu nur die Sonne, zwei Solarpanels und einen Akku. Der Maschinenbauer Rainer Stetter hatte die Idee, ein kleines E-Auto für Afrika zu entwickeln. Gebaut haben es Studenten aus München im Sommer 2019. Es gibt ja Entwicklungshilfe seit vielen, vielen Jahren, aber es ist eigentlich immer so das Thema, ja, geht nicht so richtig, ja, und jetzt wollen wir einfach mal neue Wege gehen. In Regionen ohne Benzin oder Strom könnte ein selbstladendes Auto gut ankommen. Ziel ist, verschiedene Bausätze für verschiedene Modelle zu bauen, darzustellen, auf YouTube darzustellen, aufs Internet die Teileliste zu legen, dass es jeder nachbauen kann, around the world. Also, wir brauchen nur ganz kurz einen Boxenstopp. Noch ist der Prototyp sehr wackelig. Der Aufbau hat sich vom Fahrwerk gelöst. Das geht noch besser, dachte sich Rainer Stetter und ließ die Studenten weitere Modelle bauen. In Botswana entstand im Herbst 2019 zusammen mit einheimischen Studenten das nächste Solarauto. In 3 Tagen und 3 Nächten bauten sie ein kleineres Auto mit nur einem Panel. Noch nicht perfekt, aber schon deutlich solider. Als Energiespeicher dienten einfache Autobatterien. Auf dem Land, wo oft weite Wege zurückzulegen sind, könnte es zum Wasserholen genutzt werden. Ich glaube, dass man halt einfach auch lernen muss, Innovation muss nicht immer Hightech sein, sondern gerade in solchen Ländern ist so Lowtech einfach ganz wichtig. Das Material für dieses Modell hat 6.000 Euro gekostet. Viel zu teuer für die Zielgruppe in Afrika. Die Studenten wollen die Rikscha noch einmal bauen. Stabiler und für weniger als 3.000 Euro. Wenn man die gängigen Autos auf unseren Straßen sieht, dann gibt es kein einziges mit Solarzellen auf dem Dach. In den Forschungsabteilungen der großen Firmen gab es dafür zwar Pläne, aber viel weiter ist man dort zumindest noch nicht gekommen. Die Tüftler von der TU München, die lassen sich davon nicht entmutigen. Sie wollen ihr Solarauto auf jeden Fall noch verbessern. Und der nächste Prototyp, der soll dann mehr aushalten als der ITQ2. Der Bausatz dafür soll nicht mehr kosten als 3.000 Euro. Um Geld zu sparen, gehen die Studenten auf einen Schrottplatz. Benedikt Zoballa war beim Bau der anderen Autos dabei. Er weiß, was sie brauchen. Macht ihr Sitze, vielleicht noch Reifen, falls ihr die findet. Und dann schauen wir währenddessen mal nach einem Lenkgetriebe und noch nach der Lenksäule mit Lenkrad. Ob sie alles finden? Mehrere tausend Teile lagern hier. Für das richtige Lenkgetriebe müssen die Studenten das Lager durchwühlen. Ein Stück aus einem alten Opel Corsa passt. Die passenden Autositze sind auch aus einem kleinen Wagen. Genauso wie das Lenkrad und die Reifen. Doch einen Elektromotor oder ein gebrauchtes Solarpanel gibt es nicht. 280 Euro kostet das Material. Sie sparen 600 Euro gegenüber dem Neuwert. Was die Studenten nicht auf dem Schrottplatz finden, bestellen sie im Internet. Obwohl sie vieles gebraucht kaufen, kommen sie schon jetzt auf knapp 3.000 Euro. Damit haben sie ihr Budget schon fast ausgereizt. Das Problem ist, Kleinvieh macht auch Mist. Man braucht Kabel, man braucht Schrauben, man braucht letztendlich super, super viele kleine Dinge, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. Gleich nach dem Auspacken geht's los. Da die Teile nicht aufeinander abgestimmt sind, muss das Team improvisieren. Benedikt Zoballa und Robin Nedella verändern den Bauplan ständig. Es wird wahrscheinlich so ablaufen, dass wir oben ein Solarpanel haben und das zweite hinten auf der Ladefläche, was man dann hochklappen kann, um eben darunter Stauraum zu haben. Robin Nedella ist guter Dinge. Nur eines darf nicht passieren. Dass wir uns jetzt verrechnen bei dem Maße und am Schluss fehlt es um ein paar Zentimeter, aber ich glaube, das können wir dann auch irgendwie lösen. Die Tage 1 bis 3 verlaufen reibungslos. Doch dann gibt es ein Problem mit der Hinterachse, die aus einem gebrauchten Quad stammt. Das Ritzel für das Kettenrad passt nicht zum Ritzel auf dem E-Motor.
Und da das ja irgendwie alles gebrauchte Teile sind, die von irgendwelchen Amateuren vielleicht auch verkauft werden, weiß man nicht ganz genau, was das für Teile sind. Oder die Menschen machen sich jetzt auch nicht die Arbeit, alles perfekt zu dokumentieren. Und dann kauft man das halt erstmal und man findet dann schon eine Lösung. Ein neues Ersatzteil ist teuer. Rainer Stetter muss noch etwas Geld dazugeben. Mit solchen Projekten will er Studenten Möglichkeiten geben, die er selber im Studium vermisst hat. Gerade jetzt mit Bachelor und Master wird man eigentlich noch mehr verschult als vorher. Freiheit ist da eigentlich eher nicht so wirklich gegeben. Und einfach irgendwas ausprobieren, was jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich oder einen Sinn macht. Oder ich werde immer gefragt, was ist das für ein Business Case? Ja, und ich sage, keiner. Ja, wir wollen einfach lernen. Sobald das Hinterachsenproblem gelöst ist, können die Studenten weiterarbeiten. Dann eine schlechte Nachricht. China kann die bestellten Achsschenkel, also die Verbindungen zwischen der Felge und der Radaufhängung, nicht liefern. Ohne Achsschenkel fährt das Auto am Ende nicht. Und deswegen müssen wir jetzt mal dringend recherchieren, was man da für Alternativen kaufen kann. Die neuen Achsschenkel sind teuer und kommen erst nach 5 Tagen. Das macht Druck, denn das Team hat die Werkstatt nur für 2 Wochen. Aber dann läuft alles glatt. Nach 15 Tagen und 2 Nachtschichten ist das selbstladende Auto fertig. Ob es fährt? Das Rückwärtsfahren, das geht ein bisschen langsamer als Vorwärtsfahren, das ist ein bisschen seltsam, wissen wir nicht genau warum, aber es dreht sich. Und Bremsen ist auch immer noch spannend. Rainer Stetter darf die Jungfernfahrt machen. Ich glaube, es hält. Ich glaube, es funktioniert. Ob das stimmt? Es fährt. Zwar war es mit knapp 3.400 Euro etwas teurer als geplant, doch das Solarauto ist deutlich stabiler als seine erste Version. Und bewältigt sogar eine Steigung. Also der hat schon eine ganz schöne Power, dass er da überhaupt hochkommt. Man muss natürlich auch bedenken, dass der Motor ja nur 100 Euro kostet und das Ganze low budget ist. Aber zwischendurch tricky und anstrengend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ja doch, also auf jeden Fall komplett zufrieden. Ziel erreicht. Bis zur Straßenzulassung wäre es aber noch ein weiter Weg.